Ja, liebe Zuschauer, mit der Tastatur kann man fast jemanden erschlagen, die ist richtig schwer. Und heute haben wir sie noch bei uns im Archiv sozusagen, aber es hat sich doch einiges getan. Wir wollen über die Technik reden in 1500 Sendungen Wormser Montagsmagazin. Falls Sie sich wundern, normalerweise hätten wir gesendet aus dem Wormser ein tolles Konzert mit dem Kammerensemble. Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotzdem einige Mitglieder des Ensembles, die waren bei uns zu Gast. Deshalb schauen Sie gerne nach bei uns auf YouTube, Facebook und in der Wiederholung. Da sehen Sie zumindest ein kleines Konzert. Mein heutiger Gast, der ist meistens hinter den Kulissen aktiv. Wir mussten ihn so ein bisschen animieren, dass er jetzt auch vor die Kamera kommt, aber er kann einiges berichten. Udo Albrecht. Hallo. Ja, Udo, wir wollen über die Technik sprechen, die uns in all den Jahren begleitet hat. Du kennst dich aus, du bist Physiker, du kennst auch wirklich, du weißt, wie alles funktioniert. Wenn du dich zurückerinnerst, Ende der 80er, auf welchen Monitoren, auf welchem Material habt ihr gesendet? Also zunächst mal, wo ich mich immer noch ganz genau daran erinnere, ist, dass unser Studio nicht dieser Raum war, sondern sozusagen der Raum für alles. Der war Empfangsraum für die Besucher des offenen Kanals. Da war die Verwaltung drin und in einer Ecke stand da halt auch so eine Sitzgruppe. Und da wurden, wenn Sendung, Live-Sendung war, die Kameras drauf gerichtet. Und Studiolicht hatten wir eigentlich auch keins. Wir haben einfach die Leuchtstoffröhren angemacht und das war dann die Beleuchtung in der ersten Zeit. Dementsprechend hat die Qualität natürlich auch ausgesehen. Wir hatten einfach keine anderen Möglichkeiten. Ne? Das ist das, was mich... Und wenn im Studio jemand oder im OK jemand anrief, dann hat das alte Telefon richtig laut geklingelt. Da war eine mechanische Klingel drin, wie man es halt aus den 80er Jahren kennt. Und das hat durch alle Räumlichkeiten geschaltet und war dann natürlich auch auf den Mikrofonen zu hören. Das war ganz normal. Oder es kann durchaus sein, dass ein Gast reingekommen ist, ein Besucher, einfach ein Besucher oder ein Kunde des offenen Kanals, und der dann erstmal durch die Kamera gelaufen ist, aus Versehen. Das war durchaus üblich und wurde halt in Kauf genommen. Und das war das... So haben wir angefangen, ja. Und jeder kennt hier, wir haben auch die VHS noch hier liegen, aber genau. selbst die war damals, die kam schon so auf den Markt, aber... Die VHS, die gab es schon seit Ende der 70er Jahre, also 10 Jahre vorher. Und das war unser erstes Produktionsmedium, VHS. Später, das war ein Highlight, das Super VHS, das hat dann nochmal ein bisschen bessere Bildqualität gehabt, aber natürlich kein Vergleich zu dem, was die Profis benutzt haben. Da haben wir immer hingeschielt und haben gehofft, dass wir irgendwann auch mal sowas haben. Da waren die Kassetten dann noch ein bisschen größer, aber die Qualität halt auch besser. Aber es war eben ein analoges Medium. Und das ist eine Sache, wir haben ein Riesenarchiv, das haben wir heute noch, weil wir gar nicht in der Lage sind, das alles zu überspielen. Und es kommt ja oft vor, dass man Sendungen aus dem Archiv als Erinnerungssendung, erinnern Sie sich noch, oder sowas spielt. Und es läuft dann tatsächlich noch mit diesen VHS oder SVHS Abspielgeräten. Wenn man da hingegen, was man heute hat, auf so eine Chipkarte, da kann man vielleicht mal in groß zeigen, da passt viel mehr in viel besserer Qualität drauf. Und eigentlich ist das nur die Hülle dafür, denn eigentlich ist das Material, vielleicht kann man es mal in groß zeigen, auf so einem kleinen Chip. Ne? Und das ist eine viel größere Datenmenge, als auf so eine Kassette geht. Ne? Das ist schon Wahnsinn, wie da die Entwicklung fortgeschritten ist und alles digital und verlustfrei bearbeitbar und so weiter. Das war alles früher nicht möglich. Und trotzdem bin ich noch erstaunt, wenn wir alte Aufnahmen aus dem Archiv uns anschauen oder sogar senden, dass die nach 30 Jahren noch so laufen, wie sie aufgezeichnet wurden und in einer manierlichen Qualität. Wir haben extra die Einrichtungen eben noch da, um diese alten Aufnahmen auch noch abspielen zu können. Und wir sind auch froh drum, weil das ja auch ein kultureller Schatz, den wir verwalten auch sozusagen und aufbewahren. Ja, da ist Wormser Stadtgeschichte. Über 30 genau. Jahre und das WMM hat so vieles begleitet. Wir haben schon Höhepunkte besprochen, Backfischfest, Nibelungenfestspiele und all das, was ihr gemacht habt.
Du hast die Technik, du hast die Medien gegenübergestellt. Das illustriert, was sich alles verändert hat. Was waren die wichtigsten Etappen, um immer besser zu werden? Irgendwann gab es einen Studioumbau und genau. HD. Was waren, wenn du also in den 90ern so verschiedene Etappen, also es ging eigentlich kontinuierlich. Mussten wir immer machen. Wir haben auch hier immer mal wieder neue Technik von der Landesmedienanstalt bekommen und als Worms am Montagsmagazin auch eigene Technik gehabt. Eine Etappe war der erste Übertragungswagen. Ja, das war ein alter, ausgemusterter Wohnwagen, der mal als Wohnwagen benutzt wurde. Den haben wir geschenkt bekommen. Ja, der war sozusagen verwaist. Er wurde neu angemeldet. Er war auch so mal so fahrbereit, dass er also auch ein Nummernschild bekommen konnte. Und wir haben alles, was da drin war, an Wohnwageneinrichtungen in Eigenarbeit, in Stunden, Tage, monatelanger Eigenarbeit rausgeholt, entkernt und dann eben da sozusagen ein kleines Produktionsstudio, die Studiotechnik eingebaut. Und konnten dann mit diesem Wohnwagen zu den Veranstaltungen, zu den Events hinfahren, haben dann unsere Kabel ausgerollt in die Veranstaltungsräume rein, dort die Kameras und Mikrofone aufgebaut und dann ging es los und so eine Produktion, die hat dann schon einen ganzen Tag gedauert und da haben wir morgens angefangen um 10 und waren vielleicht nachts um 3 dann wieder zu Hause, so ging das ab und das ist heute eigentlich auch nicht viel anders. Also der Übertragungswagen bietet uns halt die Möglichkeit, von vor Ort live relativ kurzfristig, aber auch trotzdem mit hohem Aufwand eben hochwertige Produktionen zu machen, die nicht nur mit einer Kamera, da brauche ich keinen Übertragungswagen, die stelle ich hin und die schwenke ich ein bisschen, okay. Aber da kann ich nicht viel machen, aber wenn man so eine richtige Produktionssache machen will mit 4, 5, 6, 8, 10 Kameras, dann braucht man schon die entsprechende Studiotechnik und die ist da in so einem Übertragungswagen eingepackt. Das war der erste Schritt. Zwischenzeitlich haben wir dann mal umgesattelt auf einen Volkswagen VW LT, also einen Lieferwagen, den wir auch relativ günstig erstanden haben, gebraucht. Das war mal ein Wohnmobil und den haben wir auch wieder entkernt und da unsere Technik eingebaut. War ein bisschen enger, aber dafür hatten wir einen eigenen fahrbaren Untersitz. Der ist auch schon seit 2 Jahren wieder abgemeldet, weil kein TÜV mehr möglich war. Alles hat seine Zeit. Und jetzt warten wir auf die Fertigstellung eines von uns konzipierten Übertragungskofferanhängers. Also das ist sozusagen, viele Leute kennen das sicher auf Jahrmärkten oder so Verkaufsstände, die sind in Kofferanhängern drin. Allerdings haben wir dann eben so konzipiert, dass wir keine Klappe haben zum Aufmachen, sondern der ist eben geschlossen, hat letztendlich hinten eine große Öffnung, wo wir unsere Technik rein und raus schaffen und seitlich noch eine Tür und eingebaut ist wiederum dieses Studio. Das ist jetzt unser Projekt, was im Moment läuft und wir warten sozusagen jede Woche auf die Fertigstellung von dem Lieferanten. Und dann fangen wir an, den auszubauen. Also da gibt es Pläne und da war auch die Finanzierung natürlich eine wichtige Frage. Genau. Also da sind noch Spenden. Da sind die bekannten Wormser Kreditinstitute, muss man da nennen. Ich vergesse jetzt wahrscheinlich irgendjemand an Spendern. Der Lions Club hat viel dazu beigetragen, auch Privatpersonen, der Harald Dimmler zum Beispiel. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass er doch als Privatperson eine relativ hübsche Summe noch dazugegeben hat. Und und sicher noch andere, die ich jetzt nicht alle so gar nicht nennen kann. Und nur dann ist sowas möglich. Und wir sind im letzten Jahr auch schön gefördert worden von der Kulturstiftung, also Rheinland-Pfalz für Kultur, die ein Projekt gestiftet hat, wo wir auch solche Vor-Ort-Live-Übertragungen gerade in Corona-Zeiten dadurch ermöglicht werden, um Kultur ins Wohnzimmer zu bringen. Hatten wir ja heute auch vor, Kultur ins Wohnzimmer zu bringen, auch mit dieser Technik. Aber da hat uns dann jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht, will ich mal sagen.
Also da hat sich einiges verändert. Du hast jetzt auch die Außenproduktionen beschrieben, aber auch hier im Studio. Ja. Das heißt, es gab, die Regie ist auch mal gewandert und die Kameras wurden ersetzt. Dann früher war es 4:3, jetzt ist es 16:9. Was waren wichtige auch Etappen hier im Studio? Also gerade das, was ich anfangs ansprach, dass sozusagen Verwaltung und genutzter Raum, wo die Studiosendung stattfindet, ein Raum war. Und das mussten wir beenden und da haben wir einfach sozusagen einen extra Raum uns innerhalb der Verwaltung abgetrennt, wo unsere Studioregie, die Studiotechnik mit Bild- und Tonmischer und den ganzen Zuspielern und den ganzen technischen Einrichtungen und Rechnereinrichtungen, was da alles benötigt wird, drin ist. Und wo die Steuerung alle von ausgeht und eben einem abgetrennten eigenen Raum, wo wir jetzt hier sitzen, unser Studio, wo dann außer den Protagonisten, in diesem Fall du und ich, dann auch die Kameraleute und die Kameras drin sind und sonst niemand. Das heißt, man ist schon ein bisschen besser abgeschirmt von Geräuschen. Das ist der eine Vorteil. Und natürlich haben wir auch mehr Platz und es läuft keiner durchs Bild oder das Telefon klingelt und das hört man dann, solche Sachen. Das ist natürlich eine Sache, was sich geändert hat. Und natürlich, was sich auch von Anfang an auf jeden Fall geändert hat, wir hatten keinen Computer am Anfang. Das fing Mitte der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre an, aber 88 waren ja die ersten Sendungen, ja, fing das an und da hatten wir keinen Computer. Und die Zeitung hat jede Woche das Programm des offenen Kanals zum Beispiel veröffentlicht und es wurde mit einer mechanischen Schreibmaschine getippt, tak, 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 mit den Hebeln und so schön, ne, Stängelchen da, die so sich schön bewegen. Ach, da ist auch mal ein Buchstabe verschoben, das ist kein Problem. Es wurde getippt und dann mit einem, alle Achtung, Faxgerät an die Zeitung gefaxt. Und die haben das Fax dann erhalten und haben das dann abgetippt in ihr Systeme. Und dann erschien das in der Zeitung. So ging die Kommunikation. Wir hatten ein Telefon und noch eine extra Faxnummer und das war's, ja. Die Telefonnummer, die ist erhalten geblieben, die vom offenen Kanal. Und die 22622 in Worms, die besteht seit Anfang an. Aber die Technik, die dahinter ist, die hat sich natürlich kolossal geändert. Mittlerweile haben wir verschiedenste Rufnummern, wo man auch unabhängig vom OK-Telefon Interviews machen können und so. War am Anfang alles nicht möglich, aber man hat sich eben zu helfen gewusst. Ein Meilenstein war sicher, rund um die Uhr senden zu können. Das hat dann auch durch die Wiederholungen auch mehr Wormser erreicht und hat euch sicherlich auch ja, die Arbeit vereinfacht. Wann war das? Das war Anfang der 2000er Jahre, würde ich jetzt aus der Erinnerung ganz grob so sagen. Da hatten wir erste Gehversuche mit verschiedenen Systemen. Das waren dann am Anfang auf konventionellen Rechnern, irgendwelche Software, die da lief und die meistens störungsfrei lief. Mittlerweile ist das alles professionalisiert und es ist sogar möglich, dass man das Programm plant und neue Beiträge einstellt von zu Hause aus. Früher musste man mit den Kassetten im Studio stehen, wenn die Sendung war, das Band einlegen, zum richtigen Zeitpunkt auf Start drücken und dann den Hebel am Bildmischer umlegen. Und dann haben die Zuschauer das gesehen. Und wenn niemand im Studio war, und Studio war ja nur an Wochenenden besetzt zu den Öffnungszeiten, dann gab es kein Programm, dann gab es nur den Rolltitel, der automatisch ablief und von einem Titelgenerator erzeugt wurde und der immer wieder das Gleiche anzeigte, letztendlich das Programm der nächsten Tage. Also Apothekennotdienst. Genau, Apothekennotdienst und die nächsten Tage, was wann läuft. Und das jede Minute das gleiche System. Da hat man mal vielleicht kurz reingeschaut und hat gesehen, ach, die senden ja gerade nicht und hat wieder weitergeschaltet. Sogar keine Musik, weil das war damals noch nicht zulässig, weil das war kein Programm eines Nutzers,
sondern sozusagen das Eigenprogramm. Und da war es nicht gestattet, dass da zum Beispiel irgendeine CD am Anfang im Hintergrund läuft. Das war stumm. Ja. Später war dann erlaubt, dass eine CD lief, die war dann auf Wiederholschleife. Und heute ist es ja ganz anders. Heute ist diese Programminformation zwar auch noch da, aber relativ zeitlich knapp. Und der Großteil ist eben Sendeprogramm. Was sich natürlich auch geändert hat, früher hatten wir unser eigenes Sendeprogramm, nur in Worms. Und das hat sich vor, sagen wir mal, 5, 6 Jahren geändert, wo wir kanalpartagiert wurden mit Speyer. Und wir uns jetzt eine Plattform teilen. Das heißt, zu bestimmten Zeiten sind die Speyerer dran, das sehen die Leute in Speyer und in Worms. Und zu bestimmten Zeiten sind die Wormser dran, das sehen dann auch die Leute gleichzeitig in Speyer und in Worms. Und manche Programmanteile sind so ein gemischtes Programm, wo aus allen Regionen von Rheinland-Pfalz da Nutzer Beiträge einsenden können, die dann auch kommen. Wir haben so ein bunteres Programm, aber natürlich ist auch so, der Wormser-Anteil an sich hat sich dadurch ein bisschen minimiert, aber die Leute sollen halt gucken, die Menge an Programmen, die wir produzieren, ist gleich. Sie ist nur zu bestimmten Zeiten zu sehen und da muss man sich halt mal das Programmschema anschauen. Ja, es gibt Bundesländer, da wurden die offenen Kanäle abgeschafft. Also es ist ja auch eine politische Entscheidung. Zum Beispiel Saarland, schon vor 20 Jahren, würde ich schätzen. Die CDU wollte damals, hat mit den Bürgermedien nichts anfangen können in Speyer und die hat es dann abgeschafft. Da sind wir sehr froh, dass in Worms oder in Rheinland-Pfalz die Bürgermedien doch eigentlich bei allen Parteien sehr gut angesehen sind, sich auch sehr gut etabliert haben, professionalisiert haben von der Qualität, auch von der inhaltlichen, nicht nur von der technischen. Das ist schon eine Entwicklung, die sehr gut ist. Da stellt sich auch die Frage, wenn jeder mit seinem Smartphone in HD-Qualität, 4K oder noch mehr produzieren kann, dass es Stimmen gibt, die sagen, warum braucht es denn noch offene Kanäle? Ja, das ist eben die Medienkompetenz. Ja. Natürlich. Und wir nutzen dieses Smartphone auch für bestimmte Übertragungen, die ad hoc schnell oder zum Beispiel aus aktuellem Anlass, wie bei Wahlsendungen, haben wir selbst ja auch gemacht, wo wir dann schon vor 4 Jahren oder so live ins Rathaus geschaltet haben, um die aktuellen Wahlergebnisse zu übertragen oder zu Wahlpartys von den entsprechenden Parteien. Da ist der Jean-Luc mit einem Rat und mit der Jasmin oder anderen, auch unseren FSJ-Lern, das ist auch so eine Änderung, dass wir freiwillig soziales Jahr-Leute haben, die dann auch schön mitwirken und aktiv sein können und sind dann dahin geradelt zu den verschiedenen, oft schneller, wenn sie mit dem Auto gefahren wären und haben dann per Handy live die Interviews gemacht und die haben wir hier dann im OK gesendet, live. Das sind so Neuerungen und da bieten solche neuen Medien auch Möglichkeiten. Vor, sagen wir, 3, 4 Jahren wäre es wahrscheinlich auch noch undenkbar gewesen, so regelmäßig, wie wir es jetzt in der Corona-Zeit aus aller Welt, zum Beispiel aus Barcelona, live zu berichten. Du warst zu der Zeit in Barcelona und wir haben hier Live-Interviews geführt, regelmäßig, vor nicht mal einem Jahr. Und das sind Sachen, die haben sich geändert und da haben wir natürlich, müssen wir auch regelmäßig die technische Infrastruktur im Regiebereich, im Studiobereich, im Server. Früher hatten wir keinen Server. Die Technik, die dahinter steht, ist immens groß geworden. Und das ist natürlich auch alles, hat alles auch Nachteile. Der Strombedarf des offenen Kanals ist gestiegen. Die Kosten sind hoch, aber die LNK, die trägt auch einen Teil damit. Also so, wir müssen uns immer anpassen. Immer kreative Lösungen finden. Genau. Wenn es tatsächlich Leute gibt, die sagen, mit dem Smartphone mache ich so eine gute Qualität, warum braucht es euch noch? Was würdest du sagen, warum braucht es die offenen Kanäle noch? Weil die Leute hier lernen, mit den Medien, mit den technischen Möglichkeiten sinnvolle Medien zu produzieren und nicht nur irgendeinen Blödsinn einfach, was weiß ich, das Essen fotografieren oder irgendwelche Urlaubsvideos da schwenks hoch, runter, kreuz und quer, sondern auch nach zum Beispiel ästhetischen Gesichtspunkten Videos zu produzieren oder auch
inhaltlich zu arbeiten, journalistisch ein bisschen zu arbeiten, ohne Anspruch. Wir machen das ja mit Netz, und also ohne Netz und ohne doppelten Boden, und wir machen das auch sozusagen unplugged. Das ist halt, wir lassen die Leute auch so sein, wie sie sind, und wollen nichts irgendwie verfremden, aber man kann trotzdem verschiedene Techniken anwenden, die beim Zuschauer dann einfach die Aufmerksamkeit erhöhen oder auch besser, einfach nur ästhetischer oder besser wirken. Und das versuchen wir auch den unseren Mitarbeitern, aber auch den anderen Nutzern vom offenen Kanal. Also jeder kann ja im offenen Kanal senden. Nicht nur das Montagsmagazin, sondern jeder, der den offenen Kanal nutzen möchte, kann ihn nutzen. Das kann er im Team machen, der kann ein eigenes Team bilden, der kann zu uns kommen. Der kann auch als Einzelkämpfer einfach nur sowas abgeben, wo ein fertiger Film drauf ist, den er selbst gemacht hat. Oder ihn schon von zu Hause übertragen. Das geht alles heutzutage. Also das ist das Schöne auch am offenen Kanal, dass man hier mit den Leuten ins Gespräch kommt, die vielleicht auch gleiche Interessen haben. Und das kann man hier im offenen Kanal machen. Und auch das Schöne ist auch die Teamarbeit. So Produktionen von Events, von Ereignissen, die sind mit dem Handy zwar, jeder filmt auf einem Konzert, was vielleicht sogar gar nicht zulässig ist, ja, okay, dann hat er es für sich wahrscheinlich, guckt das nie mehr an, in tollster Qualität, aber eben nur diesen Blickwinkel und meistens in einer relativ schlechten Tonqualität. Und was wir ja machen, ist so Veranstaltungen produzieren, heißt, mit ganz vielen Kameras aufzunehmen, einzelne Aufnahmen in groß, in totale, die Tasten vom Klavier zu zeigen in groß. Wie vorhin gemacht. Wie vorhin, ja. Oder wie der Sänger schwitzt und der Schweiß sozusagen und die Spucke in dem Scheinwerferlicht in Großaufnahmen das Mikrofon. Das möchte ich nicht in der Hand haben nachher, aber so solche Aufnahmen, die kann man nicht mit dem Handy machen. Ja? Und sowas, das haben wir wie ganz oft zum Beispiel auf dem Jazzfestival oder bei anderen, auch bei Veranstaltungen mit lokalen Künstlern oder im Festhaus, im Wormser gemacht. Also das kann man nicht mit dem Handy machen. Also das ist wirklich vielfältige Möglichkeiten für alle, ja, die sich engagieren wollen und für die Wormser Zuschauer, einfach auch ein buntes Programm zu sehen. Genau. Kurz zum Schluss noch, Udo, tatsächlich, die finanziellen Möglichkeiten sind begrenzt, da muss man kreativ sein, und wer hier manchmal die Treppe runterkommt, der sieht dich irgendwie am Löten, du, ja, hast auch da noch was, was vor dir steht. Genau, das ist also so mein Spielzeug, viele Hobby-Bastler kennen das, Elektrotechnik, das wird hier auch, findet hier auch Anwendung, und ich habe mal so ein schönes Bild auf YouTube oder irgendwie auf einem sozialen Medium. Da wurde für Frauen im Handwerk geworben, so ein Pressefoto. Ich glaube, es ist ein Fake-Foto, aber ich finde es lustig. Da wurde so eine Frau fotografiert, die dann am Löten ist. Natürlich völlig unrealistisch. Der Witz dabei ist, dass wir hier vielleicht ein paar hundert Grad vorne haben, weil da wird ja Metall geschmolzen. Das Lötzinn hier auf der Spule, und damit werden dann die Drähte verbunden. Fällt mir gerade so ein. Aber das ist natürlich ein Werkzeug, was man braucht, weil viele der technischen Einrichtungen, die haben wir uns selbst konfektioniert, dass sie für unsere Anwendung passen, nach professionellem Vorbild, aber vieles ist eben nicht so, dass man das irgendwo im Laden kaufen kann. Zumindest nicht zu Preisen, die wir uns bezahlen könnten. Und da muss man eben kreativ sein und selbst ist der Mann und selbst basteln. Wir nutzen natürlich professionelle Produktionstechnik, aber das Ganze dann zusammenzubringen und zu konfektionieren, dass die Kameras auch zusammenwirken, dass die roten Lampen leuchten, dort, wo die Kamera jetzt auf Sendung ist, jetzt ist gerade die Kamera 4 auf Sendung, das muss dann noch von Hand gemacht werden. Und das ist auch ein Schwerpunkt der Arbeit neben der Produktion von Sendungen
und dem Schleppen von Kisten und Kabeln und Kamerastativen und so weiter, ist es halt noch, auch eine Aufgabe, die ganze Technik sozusagen am Laufen zu halten. Und die einen sind prädestiniert, das EDV-technisch zu machen. Das sind natürlich die jungen Leute auch sehr gefragt. Und es ist aber auch das klassische Löten und die Konfektionierung von Relais und elektronischen Schaltungen. Das ist auch sehr wichtig. Und das macht sehr viel Spaß, dass alles zusammen Hand in Hand geht. Mit den Leuten und jeder hat andere Kompetenzen. Und das macht die Arbeit hier aus. Und deswegen ist es sozusagen kein Beruf, aber eine Berufung. Ja, man merkt, dass dich die Technik fasziniert, das WMM. Wenn du jetzt nach vorne blickst, wir haben es gehört, der Ü-Wagen ist ein nächster Schritt. Welche Neuerungen hast du im Sinn? Was wäre erstrebenswert, um dem Wormser künftig ein noch besseres Bild vielleicht zu schicken? Also ich glaube, von der Bildqualität her kann man sich nicht beklagen. Da ist eher jetzt die Landesmedienzentrale gefragt und die Umstellung tatsächlich auf dem Sendekanal im Kabelfernsehen, auch auf HD, weil schon seit Jahren produzieren wir alles in Full HD. Und alles, was wir seit der Zeit im Archiv haben, ist Full HD. Nur die Übertragung zum Fernseher, aber das hängt dann nicht an uns. Das ist dann eine andere technische Frage. Die findet momentan nur in SD statt, wobei das angekündigt wurde, dass es in den nächsten Wochen oder Monaten so sein wird, dass eine Umstellungsphase erfolgt auf HD. Das heißt, da wird es eine Zeit lang sozusagen beides geben, den bekannten Kanal in normaler Bildqualität und das gleiche Programm dann in hochauflösender Bildqualität. Und da gibt es dann irgendwann eine Einblendung im Bereich der normalen Bildqualität, dass die Leute jetzt ihr Fernsehgerät umstellen sollten auf den neuen Kanal mit der Grundbildqualität und irgendwann wird dann das Alte auch abgeschaltet, weil es einfach vergangene Zeiten sind. Ja? Und das steht jetzt in den nächsten Monaten bevor, das wäre bezüglich der Bildqualität und dann eben, was die Zukunft bringt mit den Möglichkeiten des neuen Übertragungswagens, auch noch mehr und mit ein bisschen weniger Stress für alle unsere Mitarbeiter und deswegen auch die Möglichkeit, aktueller zu sein, weil wir mehr machen können, ohne ausgemerkelt zu werden, dann mit dem neuen Übertragungswagen wieder anfahren zu können. Was wir ja im Moment machen, ist ein Großteil der Technik halt in unsere Autos verladen und dorthin fahren und dort vor Ort aufzubauen. Und da könnten wir uns einen wesentlichen Anteil sparen, durch die Nutzung eines Übertragungswagens. Wie gesagt, er ist bestellt und er soll in den nächsten Tagen oder Wochen, Sommerwochen eher ausgeliefert werden. Und dann muss er eben noch ausgebaut werden, wird auch sicher noch einige Wochen dauern dann. Wir machen das ja in der Freizeit und haben auch noch normale Berufe. Ja? Wir sind nicht nur verrückt. Und dann können wir vielleicht irgendwie, ich würde mal sagen, ab Sommer oder Herbst, auch wieder von Ereignissen, wenn sie denn irgendwann mal auch wieder stattfinden können, dann live berichten über diesen Übertragungswagen. Also es tut sich einiges im Hintergrund. War früher ein gewisses Manko, dass Leute mit Satellitenschüssel den OK nicht empfangen haben, aber auch durch IPTV und durch YouTube, Facebook gibt es neue Möglichkeiten. Das ist natürlich da, die neuen Möglichkeiten, das ist das Tolle. Natürlich, wie du sagtest, jeder stellt seine YouTube-Videos da rein und die Medien sind einfach überschwemmt von eher auch zum Teil unwichtigen und die Leute haben gar keinen Durchblick mehr, was ist gut und was ist schlecht. Aber wir haben eben die Möglichkeiten, auch über diese Kanäle Leute und Zuschauer zu erreichen, die wir vorher nicht bekommen hätten. Vorher waren es nur die Leute, die Kabelanschluss haben. Und auch dann ganz früher nur die Leute, die zu dem Zeitpunkt angeschaltet haben, als wir produziert haben oder als wir die Kassette reingeschoben haben. Dann kam es rund um die Uhr und mittlerweile können die Leute auch über das Internet uns und auch über HBB-TV, sogar über Satellit, wenn ein Smart-TV angeschlossen wird, aus ganz Deutschland uns schauen. Das hat sich geändert und auch zeitversetzt. Viele der Programme, die wir produzieren, die kommen nachher
Und jeder kann sich die dann über YouTube oder Facebook zu beliebigen Zeiten anschauen. Also die, das ist auch eine Möglichkeit, die es damals nicht gab. Wird immer personalisierter, einfacher für die Menschen und neue Möglichkeiten. Lieber Udo, toller Einblick. Also die Technik kommt jetzt wieder ins Archiv. Zum Glück ist Neueres im Einsatz. Ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschalten. 1500 Sendungen WMM. Da haben einige ehrenamtlich in den vergangenen Jahren mitgearbeitet. Gerne hätten wir, wie gesagt, aus dem Wormser gesendet. Das war uns nicht vergönnt, aber das holen wir irgendwann nach. Mein Dank gilt allen, die vor und hinter der Kamera agieren, die jetzt zuschauen, die früher dabei waren und vielleicht künftig wieder. Danke für Ihr Interesse. Halten Sie uns die Treue, damit wir auch weiterhin für Sie berichten können aus Worms. Vielen Dank nach 1500 Sendungen Wormser Montagsmagazin.